Dann habt ihr wahrscheinlich Stretch. Ich probiere das gerade selber das erste Mal aus. Aber ich bin gespannt auf ihn. Oh mein Gott, Leute. No. Oh, das freut mich so hart gerade. Ihr wisst gar nicht. Holy shit. Leute, ganz kurz, bevor das Video startet. Ich denke mal, das Ganze ist ein Bug. Und es kann sein, dass es in Kürze wieder rausgenommen wird. Ich trage deshalb keine Verantwortung dafür, was mit eurem Account passieren könnte, wenn er es jetzt spielt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man dafür gebannt werden kann oder nicht. Viel Spaß mit dem Video. Leute, Stretch ist anscheinend zurück. Wir werden das Ganze jetzt ausprobieren, ob Stretch wirklich zurück ist. Ich werde das jetzt hier ausprobieren und das filmen. Das wird gleichzeitig ein Tutorial und ein Video über Stretch sein. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht mal so viel rum. Ach ja, aber eine Sache noch. Leute, es wird auch mal eine Zeit, dass ich, wenn ich nur auch mal Werbung mache. Und zwar könnt ihr alle gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, meinen Creator-Code benutzen. Der ist einfach nur Vainu, wie man hier sehen kann. Gerade wenn ihr euch den Battle Pass holen solltet, könnt ihr die Content-Creator damit enorm unterstützen. Es würde mich richtig freuen, wenn ihr einen Code eintragen würdet. Ihr müsst nicht meinen Code eintragen, ihr könnt auch einen anderen Code eintragen. Aber Leute, tragt bitte einen Code ein, denn es sind nur ein paar Sekunden für euch und ihr würdet eine Person da draußen wirklich damit aushelfen. Eine kleine Sache noch. Ich weiß, Leute, Werbung ist nervig, aber ich bin auf Instagram kurz vor den 10.000. Könnt mir einfach... Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch folgen. Ich werde da, glaube ich, auch ab jetzt so Tipps und Tricks und sowas hochladen. Das ist ja relativ gut angekommen auf meinem Kanal. Generell erstmal riesen Dankeschön dafür, für das ganze Feedback momentan auf meinem Kanal. Es ist echt krank. Also 20.000 Abonnenten, gefühlt jedes letzte Video über 20.000 Klicks. Das ist... Ja... Kann man definitiv machen. Okay, Leute, wir schnacken jetzt nicht mehr so viel rum. Wir probieren das jetzt, genau jetzt aus. Das Erste, was wir jetzt tun müssen, ist hier auf Suche gehen. Und dann einfach %localAppData% eingeben. Da habt ihr auch da schon direkt den Ordner, der sich auf meinem linken Monitor öffnet. Jetzt sind wir hier. Als Nächstes suchen wir den Ordner, der sich Fortnite Game nennt. Danach klicken wir hier auf Saved. Config. Windows Client. Game User Settings. Da klickt ihr dann erstmal mit einem Rechtsklick drauf auf Eigenschaften. Falls ihr der Haken für Schreibgeschütz gesetzt ist, dann entfernt ihr den erstmal und klickt auf Übernehmen und auf OK. Dann öffnet ihr diese Datei, die sich wieder meinen linken Monitor öffnet. So. Und jetzt suchen wir nach Folgendem. Und zwar müsst ihr jetzt dieses Ding hier, was ich hier jetzt bewege mit der Maus, müsst ihr ungefähr zur Mitte machen. Dann findet ihr das hier, Resolution Size X, oder ihr drückt halt STRG plus F und sucht nach dem Stichwort hier. Dann solltet ihr das finden. Oder einfach hier nach zum Beispiel 1290 suchen. Dann findet ihr das hier auch direkt. Und hier könnt ihr dann die Resolution so ändern, wie ihr möchtet. Ich habe Stretch immer auf 1440 by 1080 gespielt. Also 1444 in dem Fall. Wenn ihr das gemacht habt, einfach auf Datei speichern klicken. Das Fenster schließen. Wieder auf Eigenschaften. Bei Schreibgeschütz einen Haken setzen. Und dann auf Übernehmen. So. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen noch eine Resolution erstellen. Und jetzt seht ihr auch schon in Nvidia-Systemsteuerung. Keine Sorge, das geht auch für AMD. Ich kann das allerdings leider nicht erklären, wenn ihr auf AMD seid. Guckt euch einfach alte Stretch-Tutorials auf AMD an. Das funktioniert dann genauso. Da könnt ihr euch das dann abgucken, wie ihr das dort macht. Auf jeden Fall für die Nvidia-Leute, ihr klickt hier auf Nvidia-Systemsteuerung. Ich muss dir zustimmen, weil ich meine Grafikkartentreiber vorhin deinstalliert habe und alles. Und dann geht ihr erstmal auf Auflösung ändern. Auf Anpassen, benutzerspezifische Auflösung erstellen, annehmen, und hier gibt ihr dann die Auflösung an, die ihr vorhin in das Textdokument eingetragen habt. In meinem Fall halt 1444 bei 1080 und 144 Hertz. Dann testen wir das Ganze auch schon und ja, es klappt. Jetzt habt ihr eure benutzerdefinierte Auflösung, jetzt klickt ihr hier auf Übernehmen. Und wenn es jetzt wie bei mir ist, dass ihr schwarze Ränder habt, das sieht jetzt komisch aus bei euch, dann klickt ihr jetzt einfach auf Desktop Größe und Position anpassen und klickt auf Vollbild und dann auf Übernehmen. Und dann sieht das Ganze auch schon stretched aus. Ich weiß, das sieht erstmal eklig aus, aber wartet ab, bis wir in Fortnite sind, Leute, vertraut mir. Früher wären wir jetzt schon fertig, also Stretch wäre jetzt schon applied, aber wir müssen noch einige Sachen tun, damit es wirklich applied ist. Und zwar als allererstes öffnen wir hier natürlich Fortnite, aber ich mache es über den Epic Games Launcher, weil manchmal spackt das, wenn ich es nicht darüber mache. Oh mein Gott, das ist so groß, weil das stretched ist. So, wir starten hier Fortnite. Genau, Fortnite läuft. Okay, Leute, wenn ihr dann in Fortnite seid, müsst ihr einfach hier auf Kreativmodus klicken, dann auf Annehmen.
Dann müsst ihr auf Spielen klicken. Und wenn ihr das gemacht habt, wechselt ihr dann hier zum Battle Pass Tab. Und wir müssen uns dann eine Cutscene angucken, während Creative lädt. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr diese Cutscene schon gesehen haben solltet und sie deswegen nicht bekommt, skippt ein bisschen durch das Video. Ich erkläre auch, was ihr machen müsst, damit ihr sie dann wieder seht. Okay, wir klicken hier jetzt auf Spielen. Auf Erstellen. Dann auf Battle Pass. Klicken hier auf diesen Tab. Und dann auf den Fettsack hier. Und jetzt lädt die Cutscene und Creative startet. Wenn das so abläuft, dann habt ihr wahrscheinlich Stretch. Ich probiere das gerade selber das erste Mal aus. Aber ich bin gespannt auf ihn. Oh mein Gott, Leute. No. Oh, das freut mich so hart gerade. Ihr wisst gar nicht. Holy shit. Holy shit. Einfach Stretch. No fucking way. No way. Einfach Stretch wieder. Ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's so hart vermisst. Ich habe es so hart vermisst. Holy shit. Guckt euch diese FOV an. Krank. Das Game sieht doch so viel geil aus. No joke. Ich finde, das Game sieht so legit viel, viel geil aus. Heftig. Oh mein Gott, das fühlt sich so clean an. Wo stehen meine FPS? Konstant 160 FPS. Okay, hatte ich sowieso ein Creative immer. Alter. Holy shit, das ist so ungewohnt. Holy shit, ist das... Oh mein Gott, fühlt sich das geil an. Oh mein Gott, Leute, das ist so ungewohnt, aber ist geil ungewohnt, wirklich, heftig, heftig. Oh mein Gott, ist das sexy, oh mein Gott, Jungs, oh mein Gott, das ist so nice. Ich fühle das zu sehr, ich fühle das zu sehr. Es fühlt sich so unglaublich nice an. Heftig. Boah, die Tieren fühlt sich auch so smooth an jetzt, ne? Das ist so geil, Alter. Die Tieren fühlt sich legit so heftig an jetzt. Boah, es fühlt sich so nice an. Heftig. Für die Neuen, die Stretch nicht kennen und nicht wissen, was das bringt. Es bringt einfach viel, viel mehr Übersicht. Guckt euch das an, wenn ich jetzt auf normaler Resolution, also auf 1080p, also auf 1920x1080 hier gerade ausgucken würde, ich würde nicht so viel sehen. Ich würde, glaube ich, ich hätte diese Sicht ungefähr, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall würde ich viel weniger sehen. Und jetzt, guck mal, ich sehe alles, auch wenn ich in der Box bin. Ich habe so viel Übersicht in der Box. Das hinter sich, das wird man ja gar nicht sehen. Guck mal, dieses ganze Stück hinter sich, das sieht man sonst nicht. Auf Konsole gibt es leider keine Möglichkeit, das zu machen, Leute. Es gibt allerdings eine Sache, die wir jetzt alle machen müssen. Geht auf Twitter, auf Instagram, überall und verbreitet den Hashtag KeepStretchedRes. Der ist schon relativ verbreitet momentan, die ganzen Pros und alle verbreiten das. Wenn wir das machen, können wir Stretch vielleicht behalten und die Konsolenspieler kriegen auch irgendwas in der Art, damit es einfach fair ist. Ja, aber ich würde mal sagen, ich habe genug herumgeschnackt, wir spielen jetzt online. Und erspielen jetzt erstmal ein paar Clips mit Stretch, damit ihr auch seht, wie das online aussieht. Wenn ihr jetzt hier schon abschalten wollt, verstehe ich das. Es würde mich allerdings freuen, wenn ihr euch das ganze Video... Mein Fortnite ist gecrashed. Okay, das war's dann, glaube ich, mit dem Video. Ich glaube, da kommt kein Gameplay mehr. Auf jeden Fall, ja. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lässt. Und den Channel abonniert, die Glocke vielleicht sogar aktiviert. Würde mich extrem freuen. Vergiss nicht, Instagram abzuchecken. Trag gerne meinen Creator-Code Vainu ein. Und ja, Leute, das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Leute, wenn ihr die Cutscene nicht bekommen habt, müsst ihr einfach Folgendes machen. Einfach Benutztaste R und dann wieder Local App Data eingeben. Dann geht ihr hier zu Fortnite Game und löscht diesen Ordner einfach. Wenn ihr das macht, dann sollte sich das aktualisieren. Und dann habt ihr die Cutscene wieder, also diese Szene, die ihr sehen müsst. Wenn ihr es dann gelöscht habt, startet ihr Fortnite einfach wieder und dann solltet ihr diese Szene haben. Ich musste das jetzt auch machen, weil bei mir die Szene auch nicht da war.